Und zwar zu der Geschichte des Sihrs, zu der Geschichte der schwarzen Magie. Und ich habe das so eingeteilt, dass ich es zweispurig fahren lasse. Erstmal, was, Achtung, was sagt die heutige Wissenschaft über schwarze Magie? Also, was nehmen wir faktisch ist, was sagt die Geschichte heute im Jahre 2023 über die schwarze Magie? Und dann werde ich gucken, oder werde ich euch erzählen, was sagt überhaupt der Islam? Ja, über die schwarze Magie, über Sihr, über die Geschichte vor allem, werde aber extra erstmal das Faktische heute berichten, über die Geschichte. Und das finde ich eigentlich sehr interessant, damit wir Parallelen ziehen können. Guck mal, unabhängig von dem Thema, es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal nicht Religion, das hört sich immer so auch christlich oder andere Religion an, zwischen Islam und Wissenschaft, also zwischen der Islam und der Wissenschaft, gibt es einen wichtigen Unterschied. Beides ist eins, also Islam und Wissenschaft widersprechen sich nicht ansatzweise. Nicht ansatzweise. Aber es gibt einen Unterschied. Und zwar einen faktischen, krassen Unterschied. Der Islam gibt das Endergebnis dar. Die Wissenschaft forscht in den Jahrhunderten hin dorthin und kommt zum Schluss zu dem, was der Islam gesagt hat. Deswegen denken manchmal Leute, ja, Wissenschaft und Islam widersprechen sich. Nein. Da, wo man heute denkt, das widerspricht sich, und der prozentuale Teil ist sehr, sehr klein heute, ja, früher hat man das gedacht, früher hat man zum Beispiel vor 200 Jahren, die Atheisten haben dann noch gedacht, die guten alten Atheisten, in Anführungsstrichen, Materie ist immer da gewesen, das Universum gab es schon immer quasi. Ja, das war so eine sehr wichtiger Gedankenzug von damals, von Karl Marx und etc. Dann hat sich festgestellt durch den Urknalltheorie, das war nicht so. Das alles hat einen Anfang. Das heißt, das, was der Koran sagt, kommt zum Schluss die Wissenschaft dorthin. Wenn wir jetzt aber im Jahre 1750 gelebt hätten, hätten wir gesagt, die Wissenschaft widerspricht sich mit dem Koran. Ja, das hast du im Jahre 1750 gedacht. Im Jahre 2023 denkt man anders. Heute redet man nicht nur von einem Urknall, heute redet man davon, ist das Universum überhaupt ein Hologramm? Gibt es Paralleluniversen? Redet man heute dazu? Gibt es mehrere Universen? Und was ich sehr interessant finde, ist es eine neue Theorie, die gekommen ist, die höchstwahrscheinlich bald auch untermauert wird, ist, vielleicht kennt Azad das, ist das Universum flach. Also das Universum soll sich nicht ausgedehnt haben wie ein Ball, sondern es hat sich ausgedehnt in einer flachen Version. Finde ich sehr interessant, das passt zu dem Koranvers. An dem Tag, wenn Allah das Universum einrollen wird wie das Blatt eines Buches. Ja? Flach bitte nicht vorstellen, bitte nicht falsch. Welt ist flach, das meine ich nicht. Ich meine hier was ganz anderes damit. Ich denke, ihr wisst, auf was ich hinaus will. Und deswegen ist es für mich sehr interessant zu sehen, auf was für einen Punkt ist die Wissenschaft heute zum Thema schwarze Magie über die Geschichte. Und da sagen sie, das sind jetzt ganz authentische Quellen, Wikipedia und ähnliches, da steht geschrieben, die frühesten schriftlichen Quellen der Magie reichen bis in die Zeit der mesopotamischen, sumerischen und altägyptischen Kulturen zurück. Dieser Satz reicht eigentlich schon. Weil wenn wir uns den edlen Koran anschauen, sehen wir nämlich ganz genau das. Wir sehen im Koran, dass der größte Ursprung der Magie wo liegt? Im heutigen Irak. Wo? In Babylon. Wie? Durch die zwei Engel, einige sagen zwei Könige. Wir gehen von Engeln aus, kommen wir dazu, inshallah, noch, die das Sihr vom Himmel herabgesandt bekommen haben. Und sie sind selbst auf die Welt gekommen. Das heißt, der Ursprung des Sihrs, der schwarzen Magie, liegt in Babylon, im sumerischen, im akkadischen Bereich und ist dann zu der Hochkultur der Ägypter rübergegangen. Das sagt auch der Koran, wir kommen gleich dazu. Und genau das sagt der Wissensstandpunkt heute auch. Er zählt zwei Orte auf. Er sagt, der erste Punkt ist Mesopotamien und der zweite ist Ägypten. Und schaut mal, was sie über Mesopotamien sagen, also über Harut und Marut, also wo Harut und Marut quasi gewirkt haben. Da steht geschrieben, sumerische und akkadische Schriften, die bis in das 27. Jahrhundert, also 2700 vor Christus, zurückreichen und ab dem zweiten Jahrtausend vor Christus schriftlich vorliegen, erzählen von bekannten Zauberpraktiken, wie, Achtung, drei Sachen werden aufgezählt.
Liebeszauber, Potzzauber oder Potenzauber und Bildzauber. Das sagt die Wissenschaft heute. Und zählt an erster Stelle den, ja, den Liebeszauber auf. Genau was im Koran geschrieben steht, Yahulu bayn al-mar'i wa zawjih. Die machen so ein Szenen, was zwischen Mann und Frau geht. Auch Astrologie und Divination mittels Tiereingeweiden werden auch von damals beschrieben. Ab dem 1. Jahrtausend vor Christus wurden Handbücher systematisiert, die für Spezialisten am Hofe gedacht waren. Also wir sagen dazu Enderun im Türkischen, also im nächsten Kreis des Königs gewesen, am Hofe des Königs, hat man ab dem Jahre 1000 vor Christus zum ersten Mal Bücher über schwarze Magie niedergeschrieben. Ja? Magier in Mesopotamien identifizierten sich mit dem Gott Marduk. Es gab damals mehrere Götter, Enlil und Enki und was weiß ich. Aber eins der wichtigsten Götter, die im alten Mesopotamien angebetet worden sind, war der Gott Marduk gewesen. Marduk finde ich eine sehr, sehr interessante, in Anführungsstrichen, Gottheit, denn wir vermuten, dass dieser Gott Marduk eigentlich, natürlich gar keine Frage, eigentlich gar kein Gott war, sondern später zu einem Gott geworden ist von dem Engel Marut. Harut und Marut. Das durch Marut dann Marduk wurde. Allahu Alam natürlich. Oder bezogen ihre Künste auf halbgöttliche, urzeitliche Weise, die als Lehrer der Menschheit galten. Magie wurde als Geheimnis des Himmels und der Erde bezeichnet. Weil es kam vom Himmel über die Engel und wurde den Menschen in Babylon offenbart. Und sie bezeichneten als wirklich als Geheimnis der Himmel und Erde. Und um diese Geheimnisse zu erlangen, musste ein Magier, ein Weiser werden und sich mit den schriftlichen Überlieferungen vertraut machen. Also auf Türkisch würden wir sagen, aus einem Alim müsste ein Evliya werden. So gehörten Magier zu den wenigen, die als Schriftkundige die Botschaften babylonischer Schriften verarbeiteten oder verbreiteten, als Gelehrte öffentlich wirkten, auch Hausbesuche interessanterweise machten, über Probleme diskutierten und Lösungen suchten. Und genau das sehen wir in der babylonischen Geschichte. Das finde ich sehr, sehr interessant. Das ist der Wissensstand von heute. In Ägypten sagt man, weil nach Babylon kommt definitiv Ägypten, sagt man, Religion und Magie waren in der Kultur des alten Ägypten untrennbar miteinander gewesen, dass die Totenbücher darüber geschrieben worden sind. Man hat, wenn man die Pharaonen und die Toten begraben hat, bestimmte Zaubersprüche auf sie geschrieben. Diese Zaubersprüche stehen auch übrigens heute in bestimmten Teil der Könige und woanders geschrieben. Man hat das so vertieft, dieses geheime Wissen, dass man heute von einer Art Weisheit der Ägypter redet, weil es als Grundlage allen magischen Wissens weltweit liegt und die Antike komplett wurde dadurch letztendlich inspiriert und auch gestaltet. Und dadurch entstanden Esoterikwissenschaften, ich rede gerade über die Ägypter, über Rosenkreuzer, Freimaurer, Golden Dawn und Aleister Crowley fort bis in die heutige Zeit. Weitere Verläufe gingen nach Ägypten hin über Griechenland, dem Römischen Reich, der germanischen und altnordischen Magie hin bis unserer Zeit. Also der Verstreuungspunkt der schwarzen Magie ist an zwei Knoten der Welt zu sehen. Babylon und Ägypten. Und diese Zerstreuung sehen wir letztendlich auch in Arabien, auf der arabischen Halbinsel und in arabisch sprechenden Gebiete. Denn wir sehen, dass die Araber der Jahiliyyah, also der vorislamischen Zeit, ebenfalls Sihr machten. Dabei glaubten sie, dass Magie durch Kontaktaufnahme mit unsichtbaren Wesen, wie den Dschinn, also den Dämonen, und den Satan ausgeübt wurde, die im Namen Gottes auf der Erde wirkten. Und die haben dort extreme Kulturen und Bräuche dadurch gemacht, die Zeit der Jahiliyyah-Araber. In der Zeit der Jahiliyyah beschäftigten sich unter anderem auch die Juden mit Magie. Allerdings gab es in den Quellen Hinweise darauf,
dass auch, oder gibt es Hinweise darauf, dass auch die christlichen Nejran-Araber eine magische Ausbildung erhielten. Oder dass der Jurhum-Stamm, mit Ismail a.s. fängt er an, wie die alten Ägypter die Menschen mit künstlichen Schlangen erschreckten und dass die Jemeniten, ja, dass die Jemeniten ihre Burgen mit Talismanen vor den Perser schützten. Also das ist sehr, sehr interessant. Das ist aktuell gerade was wirklich faktisch ist.